Ja, ihr habt richtig gelesen, das wird das letzte Video zum 300 Liter Walddiorama Aquarium. Also ich muss ehrlich sagen, die letzten Wochen bzw. Monate habe ich meine Aquarien ein bisschen vernachlässigt. Ich habe es ja schon in ein paar Videos erwähnt, und zwar werde ich das Aquarium abbauen und wieder neu einrichten. Und ich bin jetzt schon dabei, es sind schon ein paar Sachen passiert. Ich zeige euch mal hier das Aquarium, hier sind gerade die Kescher zum Trocknen, weil ich wieder ein paar Fische rausgefangen habe. Ich habe die Dahereas Baits Redtail zu Liquid Nature gebracht. Ich habe ja zuerst überlegt, soll ich sie behalten, danach wieder einsetzen. Aber es hätte einfach nicht so gepasst, dann hätte ich sie irgendwo hier unterbringen müssen und das wäre einfach zu klein gewesen und dann hätte ich mich beeilen müssen, dass sie nicht zu lange hier drinnen sind. Und das wollte ich nicht, deshalb habe ich die jetzt abgegeben und die restlichen Fische habe ich hier rübergesetzt in 60p. Das sind einmal die Pfeffersalmler und die Fleckenbarben, sind gerade ein bisschen versteckt. Ein paar Fische sind hier noch drinnen, also ein paar Pfeffersalmler. Die werde ich wahrscheinlich erst rausbekommen, wenn ich das Aquarium abbaue. Dann noch einige Garnelen und auch noch hier einen Honigurami, der sich hier hinten versteckt. Der ist auch unglaublich schwer zu fangen, also der weiß genau, was er macht, damit er nicht gefangen wird. Und die Garnelen fange ich jetzt auch gerade schon raus mit einer Reuse, einer selbstgebauten Reuse. Ich habe einfach eine Plastikflasche genommen, jetzt sind schon einige Garnelen drinnen. So kann ich die schon mal leeren. So geht man einfach hier dann nach oben, schüttet den Teil vom Wasser weg. Und das ist einfach eine Plastikflasche, zur Hälfte circa zerschnitten, den an oberen Teil umgekehrt wieder reingesteckt und dann ein kleines Stück Futter rein und dann sammeln sich die Garnelen in den Behälter. Und dann kann ich die Garnelen auch schon hier rüber setzen in das Aquarium. Ich mache das jetzt mit dem Wasser, weil ich eh dasselbe Wasser habe. Also ich habe das jetzt hier auch zusammengeklebt, weil das sonst nicht gehalten hätte. Meistens hält das auch, je nachdem was für eine Flasche man hat. Aber hier kommen dann die Garnelen raus. Und sind echt viele, also ich werde nicht alle hier ansetzen, sondern nur einen Großteil. Einen anderen Teil werde ich auch hier drüben ansetzen und sonst werde ich noch schauen. Aber es sind echt unheimlich viele Garnelen, wie man hier sehen kann. Ich glaube tausende Sulawesi Inlandsgarnelen und auch einige Amano Garnelen. Die will ich jetzt so nach und nach rausfangen. Da habe ich aber jetzt extra gewartet, bis die meisten Fische draußen sind, weil oft schwimmen dann auch Fische in die Reuse und wenn die zu lange in der Reuse sind, dann geht es ihnen echt schlecht, dann kippen die leicht mal um und dann sterben die Fische. Auch bei den Garnelen sollten die nicht zu lange in der Reuse bleiben, vor allem wenn es zu viele sind. Also da wirklich darauf achten, dass man entweder das Ganze im Auge behält und sobald ein, zwei Fische reinschwimmen, das Ganze schon öffnet und die Tiere auslässt, sodass halt die Tiere nicht zu lange in der Reuse sind, vor allem wenn das viele sind. Und ich mache dann immer noch ein kleines Stück Futter rein, also je nachdem, irgendwas, was ich halt gerade da habe. Jetzt hier zum Beispiel so ein bisschen Granulat, aber echt nicht zu viel, weil die Garnelen gehen da sowieso rein und dann lege ich es wieder ins Aquarium. Also die Kescher brauche ich jetzt erstmal nicht, ich denke die restlichen Tiere werde ich erst rausfangen können, wenn mehr der Pflanzen und der Saatgift schon draußen ist. Und jetzt kümmere ich mich erstmal um ein paar Pflanzen rauszuholen. Also viele Pflanzen, die ganzen Moose und die Aufsitzerpflanzen, die werde ich auf jeden Fall aufheben, die werde ich einfach in so Boxen reingeben. Das sind so 0,5 Liter transparente Boxen. Gibt es oft in der Terroristik, in so Zubehörshops, werden oft für Springschwänze oder Asseln benutzt. Und da werde ich jetzt die Pflanzen aufheben. Ich werde die auch gleich so halbwegs Sorten rein trennen. Also zum Beispiel hier die ganzen Putzephalandras habe ich ja erst eingesetzt. Die haben sich schon total wieder festgewurzelt. Ging echt schnell. Das ist die Red Scorpion hier. Ich mache es auch mal so, dass ich erstmal die ganzen Putzephalandras zusammengebe und dann sortiere ich mir die noch ein bisschen auseinander. Aber in den Boxen können die auch relativ lang halten. Man muss immer schauen, dass man die regelmäßig lüftet und ein bisschen Wasser vielleicht austauscht. Also ich halte immer noch feucht, dass so ein bisschen Wasser drinnen steht. Aber es darf halt nicht zum Gammeln anfangen, weil dann fängt alles an zum Gammeln. Also wenn man sieht, irgendwas fängt an abzusterben, dann das gleich rausnehmen und abwaschen, dann hält das ganz gut. Dann hält das auch mehrere Monate. Also ich weiß, es ist natürlich schade um das ganze Layout hier, aber ich habe einfach Lust auf was Neues, das ist der Hauptgrund. Ich habe jetzt auch die letzten Wochen ein bisschen, die letzten Monate, seitdem ich weiß, dass ich jetzt bald abbauen werde, ein bisschen weniger gepflegt, das ist eigentlich nicht so schlau, weil oft schauen dann die Pflanzen nicht so gut aus. Manche von den Putzephalandras sind nur besonders so leichte Mangelerscheinungen. Also würde ich eigentlich immer nicht empfehlen, aber trotzdem mache ich es selbst auch mal. Ja, es ist einfach so, ich habe Lust auf was Neues und deshalb wird das neu eingerichtet. Ich muss sagen, ich habe
extrem wenig Lust auf den Prozess vom Hardscape und dem Bodengrund rausholen, weil das ist immer am meisten Arbeit. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das filmen werde. Ich werde jetzt mal hauptsächlich heute die Pflanzen rausholen und ich weiß auch noch gar nicht, ob ich das heute mache. Ich denke fast nicht, weil so viel Zeit habe ich euch heute gar nicht. Aber ich will jetzt mal anfangen, weil ich habe ja schon das Hardscape da. Die Pflanzen stelle ich jetzt nicht hier drauf auf die Lampe, weil sonst werden die ziemlich warm und das ist nicht gut für die Pflanzen. Also das ist immer so ein guter Tipp, dass ihr nicht die Pflanzen auf die Lampe stellt, weil das mögen die nicht so, wenn es so heiß wird, dann trocknen sie auch aus und dann gammeln sie auch leichter an. Deshalb machen wir hier auch gleich mal den Deckel zu und haben hier eine echt schöne Portion von Puzzophyllanthras, obwohl das noch gar nicht alles sind. Also ich habe auch noch sehr viel kleine auf den Baum hier oben drauf, da ist aber noch sehr viel Moos. Jetzt mal schauen, ich mach mal das Moos ab. Das mit dem Moos ist so eine Sache, ich habe hier unterschiedliche Arten, ich habe hier mal das Mini Christmas Moos und das schaut halt richtig cool aus, aber das ist das Nervigste, also das ist überall verteilt. Ist auch ein bisschen blöd, weil ich habe da noch das Physidens Vietnam und das Ricardia Greffei, aber es ist halt immer so, dass wenn man das jetzt woanders einsetzt, kann es sein, dass wieder das Mini Christmas Moos rauskommt, weil das halt irgendwo auch verteilt sein kann im Aquarium. Deshalb weiß ich noch nicht zu 100%, was ich mit dem ganzen Moos machen werde. Ich werde einen großen Teil im Terrarium benutzen, so Emias. Da ist es dann auch nicht so schlimm, weil da ein paar Moosarten gemischt sind. Und beim Rest werde ich dann schauen, was ich damit mache. Aber hier zupfe ich mal die großen Büschel ab. So, ist schon mal einiges, aber es ist noch viel drinnen, was halt so überall so kleine Pfützelchen hängen. Da muss ich schauen, werde ich vielleicht auch gar nicht alles aufheben. Hier ist auch noch so ein kleines Stück, das lege ich hier drauf, von Eleucharis. Dann mit was geht's weiter? Ich mache mal den Pulpitis fahren. Da ist auch gar nicht so viel da, der ist auch ziemlich klein, der ist gar nicht so gut hier gewachsen. Da haben wir auf jeden Fall einige Büschel mit Rhizomen. Den werde ich auch wahrscheinlich im nächsten Aquarium benutzen, weil das wieder so eine Art Afrika-Aquarium. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, inwieweit das dann wirklich mit fast nur Pflanzen aus Afrika sein wird und nur Fischen, aber es wird in die Richtung Afrika-Aquarium gehen. Also wenn ihr da Lust drauf habt, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr da gern sehen wollt. Also Hauptfisch werden die Leopardkugelfische sein und dann vielleicht noch andere Fische aus Afrika und Pflanzen werden auch ziemlich stark Afrika-lastig sein, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob alles aus Afrika sein wird. Also eigentlich hatte ich gedacht, dass es gar nicht mehr so viele Pflanzen in den Aquarium sind, weil ich ja schon viel rausgeholt habe. Aber jetzt habe ich schon drei so Boxen voll und es schaut immer noch so aus wie vorher, wie es halt fast nichts fehlen würde. Also mal schauen, wie viel es dann wird, was ich von den Pflanzen aufheben kann. Nächste Box für den Japan Needle Leaf Farn, also ein seltener, ganz dünner Farn. Auch sehr cool. Ich muss mir hier mal ein Handtuch auslegen. So, hier kann man ihn gut erkennen, wie der dann aussehen wird. Also richtig lange, dünne Blätter. Auch sehr coole Pflanze. So, nächste Box Anubias. Da habe ich hauptsächlich die Mini-Coin. Die hat ein bisschen drunter gelitten unter den letzten Wochen, Monaten, wo auch teilweise dann nicht regelmäßig Dünger reinkam. Die hat nicht so schöne Blätter, aber die wird wieder werden. Der ist auf jeden Fall auch ein bisschen von den Physidens Vietnam dran. Das ist ein richtig großer Busch. Also es ist echt mehr, als ich gerade gedacht habe. Also da ist echt viel drin und die ist auch teilweise schon gut gewachsen. Also wieder auch eine komplett volle Box. Also auch eine echt gute Portion von der Anubias Mini Coin. Da habe ich jetzt einiges da. Dann nehme ich jetzt noch eine für Puzzophyllanthras, weil das sind noch einige. So, und noch eine fast volle Box Puzzophyllanthras. Vor allem jetzt hier die Mini Catherine, glaube ich, war das. Das ist eine ganz kleine. Die ist halt ziemlich mit dem Moos vermischt. Da muss ich schauen, dass ich das ein bisschen trenne. Aber da wird es auch so sein, dass da immer wieder Moos nachkommen kann, wenn man die wieder wo einsetzt. Hier habe ich eine Blackleia longlifolia. Das ist eine Knollenpflanze. Die habe ich bei mir in 160p mal vor über einem Jahr vermehrt. Also da hat die eine Blüte bekommen mit Samen. Und jetzt vor ein paar Monaten sind die Samen ausgetrieben. Und jetzt habe ich sie hier erstmal bisschen größer gezogen und die kann ja nur unter Wasser wachsen. Also ja, kann ich jetzt nicht irgendwie in eine Box reinstellen. Die werde ich jetzt erstmal in 60b reinstellen und dann muss ich schauen, was ich damit mache, damit ich die halt größer aufziehe und dann auch nachher ins 120b setzen kann. Und ich habe schon ein paar Freunde, die was davon haben wollen. Also
muss ich die auf jeden Fall großziehen. Problem ist, ich kann auch nicht einfach jetzt schon mal ein paar Wurzeln rausreißen, weil die sind komplett mit den Harzgipfel klebt. Und wenn ich das anfange, glaube ich, dann verrutscht alles. Deshalb hole ich jetzt erstmal vor allem die Pflanzen raus, was ich aufheben will. Also jetzt auch das Moos. Und davon reiße ich mir einfach, wenn es geht, die Polster runter. Ich schau mal, wie gut das geht. Ja, hier Fisidenz Vietnam. Ist auf jeden Fall mehr geworden. Das habe ich ja zwischenzeitlich auch schon ein bisschen abgezupft, weil es ja auch schon zwischenzeitlich viel gewachsen ist. So, also jetzt hier auch einen mehr als vollen Becher. Natürlich will ich da jetzt auch nicht einen kompletten Haufen reingeben, aber ich habe jetzt mal die ganzen schönen großen Polster abgesammelt. Ist natürlich noch sehr viel, vor allem noch viele Stellen, wo es sehr vermischt ist. Das war jetzt schon ziemlich sauber, wo halt wirklich fast nur das Fisidenz war. Und ja, jetzt werde ich für heute erstmal Pause machen und das Ganze mal wieder stehen lassen. Es sind ja noch Fische drinnen und möchte ich jetzt nicht zu viel auf einmal machen, vor allem wenn ich weiß, dass ich es heute nicht komplett abbauen werde. Deshalb lasse ich jetzt den Filter laufen und lasse das Ganze wieder schön klar werden, fange nach und nach immer mehr Garnelen an und setze sie in andere Aquarien und dann sehen wir uns später wieder, wenn ich weitermache. Wir haben jetzt wieder einen Tag später. Ich habe ein bisschen weitergemacht beim Terrarium. Da habt ihr das Video vielleicht schon gesehen. Wenn nicht, schaut auf jeden Fall auf dem Kanal vorbei. Und abonniert auch gerne meinen Kanal, falls euch das Video gefällt und ihr mehr davon sehen wollt. Also mehr Aquarien- und Terrarien-Content, dann auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Aber jetzt zeige ich euch mal, was sich so getan hat im Aquarium. Und zwar schaut es wieder ganz klar aus. Die Scheiben sind gerade ein bisschen verschmiert, vor allem von außen, weil ich die nur so schnell mal abgetrocknet habe. Da sind immer so viele Flecken drauf. Aber ja, ist wieder relativ klar geworden jetzt, seitdem ich die ganzen Pflanzen rausgerissen habe. Jetzt ist halt der Unterschied von der Rückwand zum Vordergrund viel größer. Also wenn ich jetzt beides filme, dann wirkt der Hintergrund viel heller als der Vordergrund. Und ja, wenn ich jetzt so nur den Vordergrund filme, dann seht ihr, wie hell es wirklich ist. Also falls ihr euch wundert, dass es manchmal ein bisschen dunkel aussieht. Aber ja, ein paar Pflanzen sind noch drinnen, zum Beispiel hier die Krypten, bei denen es halt immer so, wenn man Dingo aufhebt, verkraften die das meistens nicht so gut. Deshalb lasse ich sie aktuell noch drinnen, aber die werden auch noch dann rauskommen. Hier hinten ist noch ein bisschen Aerocaulon Federduster, ein bisschen Ehrlich Harris ist da hinten auch noch, aber das schmeiße ich weg, weil da habe ich hier auch in dem Aquarium mehr als genug. Die Blancaia longifolia habe ich jetzt hier reingestellt, sollte auch nicht zu viel von den Pflanzen darunter verdecken, da ist noch ein bisschen Moos drunter, dann ist das nicht so schlimm, aber wenn ich die jetzt hier vorne hinstellen würde, wird halt der Vordergrund nicht mehr so gut wachsen und hier ist jetzt auch alles voll mit Garnelen. Also hier habe ich schon mehr als genug Garnelen eingesetzt. Die restlichen, was ich dann noch rausfange, werde ich dann hier ins 60p einsetzen. Aber ja, ich werde jetzt das immer noch weitermachen, immer mehr Pflanzen rausholen und dann vielleicht auch noch mehr Harzgeb rausreißen. Ich habe schon ein bisschen was rausgeholt vom Harzgeb, so in den Kübel reingegeben. Ist jetzt schon langsam trockener, also kann ich das schon mal anders hinlegen, damit es komplett trocknet und dann kann ich die ganzen Klebestellen hier abbrechen oder mit einer Zange mache ich das meistens, dann gehen die runter, so wie hier, und dann kann ich das Harzgeb auch wieder für was anderes verwenden. Also das ist kein Problem, wenn man das Harzgeb verklebt. Aber ja, die Hauptarbeit wird wahrscheinlich werden, den ganzen Bodengrund rauszuholen. Also da freue ich mich schon gar nicht drauf. Ich weiß noch gar nicht, wo ich das hingeben soll. Aber ja, werde ich die nächsten Tage dann noch machen. Hier sind noch ein paar Anubias aufgetaucht. Die kommen natürlich auch noch in die Box. So viel Anubias Mini-Coin. Das ist echt krass, was für eine Pflanzenmasse da noch drinnen war und drinnen ist. Das Moos, was jetzt da noch ist, das ist alles schon sehr gemischt. Das werde ich trotzdem aufheben, aber werde ich halt extra in der Box geben. So, dann holen wir noch die Wurzel raus. Schauen, dass keine Garnelen mehr drauf sind. Aber ja, ich mache das nach und nach. Ich stress mich da nicht. So, das ist die Aerocaulon Federduster. Da werde ich aber schauen, dass ich die relativ schnell wieder irgendwo anders unterbringe, weil da weiß ich nicht, wie gut die so in so einer Box zurechtkommt. Ich denke, dass es eher nicht so gut funktioniert für längere Zeit. Also ein, zwei Wochen oder so. Ist, glaube ich, nicht so gut, deswegen mache ich das nur jetzt gerade und dann später schaue ich gleich, wo ich die hinsetze. Genauso hier, Aerocaulon Vietnam. Habe ich erst vor kurzem das Aquarium gesetzt. Die war aus dem 35 Liter Scaper Tank.
Ein bisschen Eucharis dazwischen, das tupfe ich gleich raus. Und die habe ich auch nur zwischenzeitlich hier reingesetzt. So, es sind wieder einige Tage vergangen und das hat sich ein bisschen was getan. Und auch sonst generell hier. Ich habe ein paar andere Sachen gestartet. Und zwar zum einen hier das Aquarium. Das kommt dann in ein paar Wochen, wenn es komplett eingerichtet ist. Dann ist hier weitergegangen mit dem Terrarium. Also habe ich den Wasserteil gemacht. Das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Wenn nicht, schaut in das Video rein. Ich habe hier weiter abgebaut. Hier sind die ganzen Pflanzenreste. Also vor allem Stängelpflanzen und das Elicharis, was halt sehr verwischt war. Schaut mir aus, was es eigentlich ist. Dann sind hier die Steine. Hier habe ich das ganze Holz drinnen, also bis auf das, was hier noch drinnen ist. Und jetzt geht es weiter. Ich habe auch schon die meisten Garnelen rausgefangen. Es sind aber immer noch einige in den Aquarien drinnen. Also wie ihr seht, es steht einiges an neben Terrarien und Aquarien. Aber es geht natürlich auch viel weiter mit Aquarien. Es ist ja in letzter Zeit ein bisschen kurz gekommen, aber keine Angst, Aquarien und Aquascaping wird immer noch ein großer Teil auf meinem Kanal bleiben. Wenn euch das gefällt, dann klickt gerne auf den Abonnieren-Button unter meinem Video, dann verpasst ihr keine Videos mehr. Jetzt kommen ja wieder 2 Videos die Woche, also immer Sonntag und Mittwoch. Hier, das Aquarium möchte ich euch auch noch zeigen. Also hier sind mittlerweile einige Lampen, was ich verbunden habe. Aber sobald die einmal mit dem WLAN verbunden sind, funktionieren die richtig gut. Also ich hatte da noch nie Probleme, dass eine Lampe mal nicht funktioniert hat. Jetzt ist sie auf Automatikmodus. Geht dann um 13 Uhr circa an und manuell hier auf die Pokalstufe und voller Power. Dann seht ihr auch schon das Aquarium. Fische sind gerade noch ein bisschen gestresst jetzt, wo das Licht angegangen ist. Aber ich habe da gestern Abend auch mal ein bisschen mehr gepflegt. Und zwar habe ich endlich mal die Glasern und Auslässe sauber gemacht. Also ich muss ehrlich sagen, die letzten Wochen bzw. Monate habe ich meine Aquarien ein bisschen vernachlässigt. Ich habe natürlich alles gemacht, was wichtig ist, so wie immer wieder mal Wasserwechsel, sodass den Fischen gut geht. Aber so die generelle Pflege habe ich ein bisschen vernachlässigt. Also zum einen hier beim 120p war es halt so, da habe ich gewusst, ich werde es bald abbauen, deswegen war es da nicht so schlimm. Hier habe ich ein bisschen was gemacht, so wie zum Beispiel den Bodendecker zurückschneiden, muss ich jetzt auch bald wieder machen. Und damit das dann nicht überhand nimmt. Also so wie hier zum Beispiel habe ich auch ein bisschen was ausgerissen, da schwimmt er dann leicht nach oben. Also muss ich jetzt auf jeden Fall die nächsten Wochen wieder ein bisschen mehr Arbeit reinstecken, damit das Ganze auch auf Dauer gut aussieht. Weil natürlich kann man das Wild wachsen lassen, aber im Hintergrund zum Beispiel ist das Elicharis schon so dicht gewachsen, sodass die Pflanzen, was da dazwischen dann gar nicht wachsen, gar kein Licht mehr bekommen und nicht mehr gut wachsen. Und irgendwann werden die absterben und das wäre nicht so gut. Dann wäre alles voll mit Elicharis und das will ich ja auch nicht. Deshalb werde ich jetzt wieder die nächsten Wochen ein bisschen schauen, dass ich das eine Aquarium wieder Vordermann bringe. Ist jetzt auch nicht so schlimm, also schaut okay aus. Vor allem jetzt, wo die Glasern und Auslässe wieder sauber sind. Und hier den Diffuser habe ich auch sauber gemacht, war auch mal Zeit. Einfach abgeschraubt und in Chlor eingelegt. Aber ja, so sieht es aktuell aus. Jetzt auch mit Backlight. Sieht richtig gut aus. Die Berkleia Longifolia steht jetzt hier mittlerweile hier in der Mitte drinnen. Sie jetzt mal schauen, wahrscheinlich setze ich hier auch einfach eine dann ein. Aber sie wird schon immer größer, so echt nice. Kann ich da bald ein paar an Freunde abgeben, die sich schon gemeldet haben. Aber was ich jetzt gleich schon mal ansprechen will, ist, falls sich jemand für das Aquarium interessiert. Also jetzt nicht unbedingt sofort, sondern vielleicht in ein paar Wochen, in ein paar Monaten oder falls jetzt doch schon ist, dann gern melden. Ich würde das irgendwann wieder verkaufen. Ich möchte diesmal ein bisschen früher ansprechen und nicht so sagen, ja, jetzt könnt ihr es kaufen und jetzt keiner kauft, baue ich es in 2 Wochen ab. Deshalb erwähne ich es jetzt schon, falls man Interesse hat, gerne E-Mail schreiben. Ich würde es vielleicht sogar mit dem Unterschrank abgeben, ist ja mein eigener Unterschrank. Den ein bisschen günstiger, weil er halt schon gebraucht ist, aber ja, geht leider nicht so viel, weil ich würde mir hier wieder einen neuen hinstellen und ich würde dann potenziell einen Liquid Garden 60B hinstellen. Ich habe das hier auch hier als das Biotop-Style und das ist einfach von Maß ein bisschen angenehmer, hat man mehr Platz zum Scapen. Aber wie gesagt, ist jetzt nicht aktuell, ich werde es auf jeden Fall noch stehen lassen, also falls sich keiner meldet, dann bleibt das hier noch auf jeden Fall lange stehen. Aber falls sich wer meldet und wer Interesse hat, dann gerne E-Mail schreiben an info@bachiaquarium.at. Und wenn wir schon dabei sind, mache ich noch kurz ein bisschen Werbung. Und zwar gibt es noch einen Twisted aktuell bei mir im Shop aus Eiche. Wenn wer Interesse hat, gerne vorbeischauen. Und falls ihr so Covers für die Pro-Racer braucht, einmal für den großen oder für den kleinen oder für den Chihiro Scraper, auch gerne vorbeischauen, gibt es bei mir im Shop. So wie die Soil Scoops, also um Soil einzufüllen. Also schaut gerne unten in der Beschreibung in meinen Shop vorbei. Jetzt wieder zurück zum Aquarium. Also wie gesagt, das meiste an kleinen Teilen ist draußen. Natürlich ist noch ein Teil mit der Mauer mehr oder weniger verklebt, aber eigentlich alle kleineren Wurzeln, bis auf hier ist noch eine, die komme ich nicht weg, ist alles draußen und hier sind noch 3 große Wurzeln drinnen. Die sind schon ziemlich locker, weil ich einen Teil der Steine entfernt habe. Aber ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst, die hier so rauszubrechen. Aber das versuchen wir jetzt mal. Da bleibt uns ja eh nichts übrig, als jetzt mal weiterzumachen. Oh, hier, der nächste große Stein kommt raus.
ist natürlich einiges am Mulm jetzt. Wie gesagt, ich habe die letzten Monate das Aquarium echt vernachlässigt. Deswegen lief es dann auch nicht mehr so gut am Ende. Es sind noch einige Garnelen drin, die werde ich noch versuchen rauszufangen. Aber da muss man sich ehrlich eingestehen, man wird nicht alle Garnelen rausfangen können. Also sind ja Sulawesi Inlandsgarnelen. Und das waren, glaube ich, echt nicht hunderte, sondern tausende Garnelen. Also ich habe wirklich so viele schon rausgefangen und in andere Aquarien gesetzt. Und es sind immer noch viele hier. Also ich werde versuchen, so viele wie möglich rauszufangen. Aber es wird bestimmt die ein oder andere mit dem Bodengrund irgendwie rauskommen und leider dann sterben. Also das ist einfach so. Damit muss man leben, wenn man ein Aquarium neu macht. So. Ich schalte jetzt mal den Filter aus. Also ich glaube, heute ist es soweit und es wird komplett leer werden. Und die Lampe stelle ich jetzt auch ein bisschen höher. Geht ja hier mit der Hyperspot echt gut. Also mit der Lampe bin ich echt mega zufrieden. Also ist immer noch meine Lieblingslampe. Also ist mega nice. Vor allem jetzt auch so, wenn ich jetzt von hier schaue, blendet sie mich gar nicht. Und sie hat das Aquarium echt gut ausgeleuchtet. Also echt eine Empfehlung. Und so. Hier hängt noch ein Stein dran, den hole ich mal runter. Jetzt kommt die Wurzel raus. So, kurz das Thumbnail gemacht. Hier ist übrigens das eine Display drunter gefallen. Also keine Ahnung warum. Das hielt ja jetzt schon relativ lange. Und jetzt irgendwie so ohne Grund haben sich die Magneten gelöst. Also werde ich nachher, wenn das Aquarium abgebaut ist, versuchen wieder dran zu kleben. Also falls ihr da Interesse habt an den Bildern, ist auch in der Beschreibung verlinkt, von Display. Könnt ihr bestellen, sind nicht so günstig, aber es gibt auch immer so Rabattcodes, also kauft ihr nicht ohne irgendeinen Rabattcode, es gibt immer so bis zu 30% Rabatt oder teilweise 40%. Aber sind Metallbilder und ziemlich hochwertig, deshalb kosten sie natürlich was. Aber ja, dann geht's weiter mit den Hardscape hier. Also die Wurzeln sind echt nice, freue mich schon auf sauber machen von dem ganzen Zeug. Muss ich mal schauen, was ich damit mache. Wahrscheinlich werde ich sie erstmal einfach irgendwo hinstellen. Hier die Wurzel steht einfach perfekt. Ich habe die jetzt einfach in so Eimern trocknen lassen und dann in Kartons gegeben. Und da muss ich mal schauen, dass ich sie irgendwo mal sauber mache. Also da wäre echt gut, wenn man einen Garten hat und irgendwie einen Hochdruckreiniger. Aber man kann ja nicht alles haben. So, ich habe ein bisschen Angst, wenn ich so dran drücke und so mit einem Hebel das raushebel, dass dann irgendwie das Glas bricht. Aber ich glaube, da macht man sich einfach zu viel Angst. Es geht schon. Aber der Polyclue, also in Kombination mit dem Sekundenkleber, hält echt gut. Also der bricht nicht so leicht. Also wenn man nur Sekundenkleber verwendet, dann geht das teilweise echt easy. Hat natürlich Vor- und Nachteile. Jetzt zum Beispiel wäre es einfacher, wenn das sich besser lösen würde. Aber hier, ich mache einfach alles ab. Hier auf der Wurzel sind noch einige Pinsel-Algen. Aber wenn die abtrocknen, dann ja, mal schauen. Aber die Wurzeln sind echt schwer. Sind richtig voll gesaugt mit Wasser. So, und dann geht's an die letzte. Das ging schnell. Hier hängt noch eine kleine dran. Also die ist auch schwer. Auch komplett voll gesaugt. Aber die oberste Schicht davon ist ein bisschen weicher. Also sie lässt sich so mit dem Fingernagel wegdrücken. Das ist halt bei so einer Aquarium mit so viel Holz ein bisschen ein Problem. Da muss man halt schon viel Wasserwechsel machen, viel Mulm rausholen, weil das Holz sehr viel ablöst. Ich sehe immer, dass Leute sagen, ja, warum so viel Wasser wechseln und so viel Dreck rausholen. Aber wenn man halt so ein Aquarium hat mit so viel Holz und so viel Hardscape und so viel Stellen, wo sich Sachen ablagern können, dann ist es einfach wichtig, damit das Aquarium gut läuft. Ja, den Kübel, der ist jetzt komplett voll mit Holz. Den lasse ich erstmal abtrocknen. Zum Glück habe ich davon mehrere, also drei Stück und eins an anderen. Das sind schon praktisch, also gerade für sowas. Ich fange jetzt einfach an, ich hole alles an Steinen und Wurzeln und so raus, sodass ich nur noch den reinen Bodengrund drinnen habe. Und ich spüle die auch gleich so ein bisschen in dem Wasser ab, damit das nicht zu dreckig wird alles. So, das waren noch zwei Pfeffersalmler. Die sind echt schwer zum Rausfangen und vor allem habe ich da nicht zu viel machen wollen, weil die ziemlich schnell gestresst sind. Und so, jetzt ging es recht gut. Waren an der Scheibe, gleich einmal weg für Kescher und ins andere Aquarium rüber. Weil wenn man die zu viel jagt, dann verkriechen die sich so fast in den Bodengrund sogar. Die gehen so richtig in ganz kleine Spalten rein. Und dann kann es sein, dass die sterben. Also da muss man echt aufpassen. Heute ist übrigens Samstag, also den Tag bevor das Video rauskommt. Und ich möchte es jetzt unbedingt fertig haben. Zum einen, dass jetzt endlich dann hier nicht mehr so viel Dreck herumsteht. Oder zumindest sich mal anfangen kann, das wegzuräumen. Natürlich, dass ihr halt Videos habt. Vor allem, ich hätte jetzt noch ein, zwei Terrarien-Videos.
Aber ich möchte jetzt auch nicht zu viel Terrarium-Videos machen. Also schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das generell findet. Dass jetzt auch immer wieder Terrarium-Videos dabei sind. Ich werde versuchen, dass es nicht mehr als die Hälfte ist. Also mal schauen, vielleicht geht es sogar aus, dass jeden Sonntag ein Video über Aquarien kommt und jeden Mittwoch ein Terrarium-Video. Will ich aber jetzt nicht so fixieren, weil kann immer sein, dass es irgendwie zeitlich nicht ausgeht und es irgendwie anders kommt. Dass ich irgendwas gerade mehr mache. Aber das ist zumindest so der Plan, weil das Ganze mit den Terrarien macht mir auch echt viel Spaß. Und da muss ich ehrlich sagen, da kann ich ein bisschen mehr machen, was dann auch nicht so viel Pflege in Anspruch nimmt. Weil jetzt, wenn ich viele Aquarien aufstelle, die brauchen natürlich viel Pflege. Aber es sind trotzdem wieder ein paar Sachen geplant. Also neben den einen, was ich euch gerade gezeigt habe. Und den natürlich, das würde ich ja dann auch bald einrichten, ist auch noch eins geplant. So, braucht jemand einen Sandweg? Weil den habe ich jetzt hier gerade rausgeholt. Ja, nochmal ein Stück Sandweg. Muss ich dann nachher noch aussortieren, was davon an Steinen noch gut ist. Wenn jetzt so viel Sand dran geklebt ist, kann es sein, dass manche Steine nicht mehr verwendet werden können. Aber jetzt so einer wie der hier, da kann ich die ganzen Sachen hier runterreißen, runterbrechen und kann ihn wiederverwenden. Also ich würde sagen, 90% der Steine sind gar kein Problem, dass man die wiederverwendet. Und ein paar sind vielleicht in dem Fall, dass man sie nicht wiederverwenden kann. Bei jetzt so einem Sandweg zum Beispiel, wenn jetzt die ganze Seite voll mit Sand geklebt ist, wird es halt schwer, das runterzubekommen. Ist auch krass, wie viel Wasser hier weggeht, nur durch die Steine und durch die Wurzeln. Natürlich ist auch einiges an Wasser in den Steinen drinnen, aber trotzdem echt viel, was hier weggeht. Also werde ich den Filter auch dann gleich abbauen und reinigen. Das ist immer wichtig, würde ich euch sehr empfehlen, reinigt den Filter gleich. Ich hatte es auch schon ein paar Mal, dass ich mir dachte, ja, ich mache das morgen. Dann am nächsten Tag hatte ich auch keine Zeit, dann nochmal einen Tag keine Zeit. Und dann hat der Filter so gestunken und war so viel mehr Aufwand zu säubern, also zu reinigen. Ist echt eine Sache, macht das nicht später, sondern macht das gleich sauber. Auch das Aquarium dann sauber machen, lasst das nicht eintrocknen. Das wird alles nur schwieriger zum Reinigen und ist einfach dann später viel mehr Arbeit als jetzt. Auch wenn man dann vielleicht schon keine Lust mehr hat, wenn man schon den ganzen Tag Aquarium abgebaut hat. Deshalb habe ich mir das auch hier über ein paar Tage aufgeteilt oder jetzt schon fast eine Woche. Ich habe immer abends ein bisschen was gemacht. Vor allem halt die Garnelen und so rausfangen war halt ein bisschen mehr Aufwand. Nehmt euch da genug Zeit. Vor allem halt mit den Tieren rausfangen. Also macht das lieber wirklich einen Tag vorher schon, bevor ihr das anbauen wollt, dass ihr zum Teil die Tiere rausfangt. Weil die sollten am wenigsten Stress haben. Die Steine zum Beispiel, die kann man stehen lassen und wenn die mal ein paar Wochen stehen, ist es nicht ganz so schlimm. Ist natürlich trotzdem wahrscheinlich jetzt ein bisschen einfacher zu sauber machen. Aber das werde ich wahrscheinlich auch so machen, dass ich die nicht gleich die nächsten Tage sauber mache. Ich bin mir auch echt noch nicht sicher, was ich mit dem ganzen Bodengrund mache. Also der ist jetzt schon ein bisschen älter, also ein Jahr circa. Den will ich jetzt nicht in einem neuen Aquarium wiederverwenden. Aber schreibt in die Kommentare, was ihr damit macht, wenn ihr ein Aquarium abbaut mit dem alten Bodengrund, Sand, Kies, Säul, Gemisch, wo ihr das hingebt, schmeißt ihr das weg und wo schmeißt ihr es weg? Ich habe leider keinen Garten, sonst würde ich es wahrscheinlich dort irgendwo hinschmeißen in der Ecke. Aber in der Wohnung ist es ein bisschen schwieriger. Also schon langsam müsste ich alle Steine haben, also ein paar habe ich hier gerade noch. Es geht wirklich dem Ende zu. Jetzt geht es dann erstmal ins Wasser ablassen. Ich habe schon überlegt gerade, ob ich vielleicht anbieten soll, falls jemand die Wurzeln haben will, die man natürlich sauber machen muss, aber trotzdem richtig nice sind, dass er die bekommt, wenn er dafür die Steine und den Bodengrund mitnimmt. Also falls du wirklich Interesse hast, gern melden, wäre eine Option, wobei ich mir nicht so sicher bin, weil die Wurzeln echt nice sind. Aber falls da jemand sagt, er kommt, holt alles ab, vielleicht können wir da was machen. So, dafür schalte ich nochmal den Filter an. So dass ich den Schlauch hier dran halten kann und er absaugt. In Kies und so sauge ich jetzt natürlich nicht ein und in Säul, weil ich das Ganze in die Toilette fließen lasse und dann würde ich verstopfen. Deshalb jetzt nur Wasser und halt Mulm, also Dreck, schon okay. Kies und so sollte nicht ins Klo kommen oder zumindest nur ganz, ganz wenig, wenn es ein, zwei Körnchen dabei sind. Nicht so schlimm, aber jetzt das Ganze, dann wäre es glaube ich nicht so gut.
So, ich habe jetzt gerade ein bisschen Pause gemacht und den IABLC-Livestream angeschaut. Also Glückwunsch an Philipp, Platz 24. Echt sehr, sehr nice. Das Aquarium ist auch richtig cool geworden. Und wir haben sie auch gar nicht gezeigt, sondern die Videos dazu kommen jetzt erst online. Also echt sehr cool. Und ich habe dabei das ganze Wasser abgelassen, habe mit den Sand und Kies und Säul so einen Damm gebaut, sodass die ganzen Garnelen in eine Ecke kommen. Und da habe ich jetzt schon einige rausgefangen. Es werden immer noch gefühlt wieder mehr. Also mal schauen, wie lange ich da jetzt noch brauche. Aber so geht es immer ganz gut, die Garnelen rauszufangen. Also einfach dann hier so weiterschieben, sodass der Wasserteil immer kleiner wird, damit es immer einfacher, die rauszufangen. Die Glasamdauslitz habe ich auf der einen Seite auch schon weggegeben. Jetzt kommen noch die Edelstahl hier. Also die ganzen Sachen hier muss ich auf jeden Fall auch gut putzen. Mache ich dann auch gleich, damit das nicht komplett eintrocknet. Bei den Schläuchen, die werde ich auch mal putzen und schauen, vielleicht tausche ich die auch aus. Den Schrank werde ich dann später noch sortieren, aber ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, den mal komplett zu reinigen und aussortieren, was halt nicht mehr reingehört. Jetzt habe ich hier ein so ein Board gleich zum Verschieben und ein Eimer für den Bodengrund. Hier habe ich noch den, der was gleich in den Mist kommt. Da nehme ich jetzt noch die Pflanzen hier mit. Okay. Boden ist schon mal schmutzig, wäre aber früher oder später eh passiert, also nicht so schlimm. Aber ja, die ganzen Pflanzenreste werde ich erstmal hier reinschmeißen. Ich habe überlegt, einen Teil vom Bodengrund drinnen zu lassen und dann darauf das neue zu bauen, aber ich möchte mir da einfach Zeit lassen und möchte das Ganze nicht feucht haben, weil sonst wird alles schmutzig und dann ist viel nerviger zum Aufbauen. Das könnte man aber machen. Ich könnte jetzt den groben Teil erstmal absammeln und ein bisschen was drinnen lassen, aber es ist einfach irgendwie schöner, wenn man ein komplett leeres Aquarium hat und darin starten kann, sein Layout zu bauen. Ich würde das Ganze zwar vielleicht ein bisschen einfacher machen, aber es soll ja nicht nur einfach sein, sondern soll ja auch Spaß machen und das haben wir so wirklich viel. Ist ja auch generell ein schwieriges Thema, das Aquarium ist auch noch nicht so alt. Ich habe mir da echt sehr viel Gedanken gemacht und war mir echt lange unsicher, ob ich das wirklich so schnell schon abbauen soll. Und es kamen auch schon ein, zwei Kommentare, dass Leute sich beschwert haben oder gemeint haben, ja, Influencer halt. Aber gerade der Prozess hier oder das hier, das Aquarium abbauen und neu einrichten, ist somit das teuerste. Ich habe ja Sponsoren so wie Skylight für die Beleuchtung oder Teile von den Setups sind auch gesponsert. Aber so Sachen wie Bodengrund und Hardscape und Pflanzen habe ich zum Beispiel keinen Sponsor, also das sind Sachen, die ich mir selbst kaufe. Ich kriege sie tendenziell vielleicht ein bisschen günstiger bei Liquid Nature, weil ich dort auch arbeite, aber trotzdem kaufe ich sie zum sehr, sehr großen Teil selbst. Und auch wenn ich das jetzt neu mache und dadurch Videos machen kann, ist es schon so ein bisschen grenzwertig, ob sich das auszahlt finanziell. Aber ich mache es ja, weil es mir Spaß macht. Also ich hätte auch einfach irgendwie noch mehr Videos über das Aquarium machen können, andere Fische einsetzen, irgendwie Pflanzen austauschen. Es wäre einiges günstiger gewesen und ich hätte auch viel Content produzieren können. Weil natürlich ist es auch cool, ein neues Aquarium einzurichten, aber man kann auch mit älteren Aquarien viel Content produzieren. Aber ich will halt das machen, was mir Spaß macht. Und das ist halt zum großen Teil Aquarien einrichten. Jetzt werde ich darüber nichts leer machen, aber das Einrichten, das macht mir am meisten Spaß. Es waren alles noch Stücke von dem Polyclub, was an der Scheibe unten geklebt sind. Kann man einfach ablösen. Geht relativ gut. Die habe ich aber nicht zu den Kies und so dazugegeben, sondern jetzt extra, damit sie halt nicht in den Kies und Säul dabei sind. Eine Sache, die das Ganze sauber machen enorm erleichtert, ist so einen Nassstaubsauger. Also jetzt habe ich schon den Beutel und so entfernt, weil ich halt den sonst für andere Sachen benutze. Ist immer ein bisschen nervig zum Reinigen, aber gerade bei so einer großen Größe macht so einen großen Unterschied. Also bei den kleinen Aquarien, also ein 60er oder kleiner, bin ich immer am Überlegen, weil den sauber machen in der Wohnung ist dann fast mehr Arbeit als bei so einem kleinen Aquarium. Aber hier braucht man gar nicht überlegen. Und jetzt erstmal das Wasser und den letzten Kies und Säul absaugen. So, und jetzt alles abspülen. Ich mache das jetzt erstmal mit der Hand, weil da fühle ich, wenn da irgendwie Sand dazwischen ist. Weil jetzt klebt er zum Teil noch an der Scheibe und wenn ich mit einem Schwamm drüber gehe, dann merke ich das nicht und zerkratzt mir die ganze Scheibe.
Deshalb vorsichtig mit der Hand und immer beim Kies, wenn man Kies spürt, dann halt abspülen. Dann nehme ich mir noch einen Klingenreiniger. Okay, dann saugen wir noch den Rest ab. Der meiste Dreck ist mal weg. Ich mache das Ganze noch mehr sauber, auch einmal von außen, dass ich besser sehe, was drinnen los ist. Und dann einfach noch mit so einem weißen Schwamm gehe ich überall drüber. Schaue halt immer vorher, dass da eh kein Kies oder so dazwischen ist oder Sand, damit ich mir das Aquarium nicht zerkratze. Und dann mache ich das Ganze wieder schön. Und dann sehen wir uns demnächst wieder, wenn ich weitermache mit dem Aquarium. Und wenn ihr jetzt sehen wollt, wie ich das Aquarium, was hier davor drinnen war, eingerichtet habe, dann klickt jetzt hier, da kommt ihr zum kompletten Video, wo ich es komplett Schritt für Schritt vom leeren Aquarium bis zum vollen, bis zu den ersten Fischen einrichte und euch zeige.